Konnichiwa und herzlich willkommen hier zurück zur Formel 1 2018 Karriere in Japan. Das wird Scheuse. Ricardo. Lewis Hamilton macht die erste Reihe komplett. Dann Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Sainz, Hülkenberg, alles klar. Hülkenberg, Kimi Räikkönen und Perez. Vettel, er hat eine Gridstrafe erhalten. Eriksson. Bottas. Interessant. Dieser Grand Prix ist ein Heimrennen für unseren Motorlieferanten. Was? Lass uns ein spannendes Rennen für sie fahren. Ernsthaft? Wow. Nice. Okay. Also, wir fahren natürlich noch mit den Einstellungen hier. Ich will mir die einfach mal eben aufschreiben. Das heißt, 5. Dann haben wir 80. Und 59. Ich muss mir überlegen. Die Strecke ist so ähnlich wie Ungarn. Kann man ja so in etwa mit vergleichen. Auf einer Strecke wie Russland müsste ich ja den Antrieb höher stellen. Eigentlich müsste ich hier den Antrieb dann bei Regen niedriger stellen. Das heißt 4 Differential runter. Das heißt, da gehe ich mal auf 60 und Bremsen auf 55. Wir schauen dann einfach mal, ob wir das dann so machen. Natürlich lassen wir es so. Rennstrategie auch. Wir sollen Runde 5 rein. Ich bin gespannt, ob es ein 2-Boxen-Stop wird. Das wird interessant. Das wird sehr interessant. Ich starte mal von hier hinten. Achso, Lolli. Rujols? Hä? Ich hab doch plus 30 Plätze. Ich hab plus 30 Plätze. Warum startet Rojon hinter mir? Hä? Wo ist da die Logik? Hä? Schreibt mir das mal bitte in die Kommentare. Das würde mich mal wirklich interessieren, warum ich nicht vom letzten Platz starte. Wir erwarten bald Regen. Stell dich in den nächsten Minuten auf die ersten Tropfen ein. William startet vor mir. Van Dorn, der eigentlich gut gefahren ist. Im Qualifying ja noch. Ja, wow. Achso, ja, nice. Ja, okay, überhol mich. Auf einmal wurde ich langsamer, ich konnte kein Gas mehr geben, aber ich musste auch langsamer werden. Alles gut. Lass ich nur ein bisschen vorfahren. Ach so, jetzt weiß ich warum. Ich bin zu wenig gefahren. Hatte doch zu wenig Geschwindigkeit. Aber dann kommt es automatisch, also ich kann das nicht steuern oder so. Das wird ein sehr interessantes Rennen. Gerade mit dem Regen, das wirft sehr, sehr viel durcheinander. Oh, hallo Oka. Was hat Ocon denn da gemacht? Ich sehe da noch den pinken Punkt und jetzt glaube ich, einmal ist er gleich hier vor mir. Ich sehe schon kommen. Ja. Besser kann ich den Start nicht haben. Oh, ey. Einen besseren Start kann ich auch nicht machen. Jo. Hallo alle miteinander, Alter. Ich mach noch keinen Anstand zu überholen. Noch nicht. Ich muss aus Fehlern auch lernen.
Selbst wenn die KI behindert fährt, aber... Okay. Ey, was soll das? Ohne Witz, was soll denn das? Jetzt mal ohne Witz. Also das ist die größte Scheiße einfach nur. Ich war vorne und der rammt mich einfach mal so derbe asozial weg. Also, jetzt konzentrieren wir uns auf den Rest des Rennens. Ja. Rennen ist jetzt sowieso schon gelaufen. Aber es kommt noch Regen. Also, was soll denn das? Jetzt sind wir fahren natürlich das Rennen zum Ende und dann schauen wir mal die Sicht an aus einer weiter entfernten Kamera, wie weit ich vorne war. Das geht ja zum Schluss. Da bin ich echt mal dann gespannt. Da freue ich mich jetzt schon drauf. Warte, das will ich mir jetzt mal aufschreiben. Rennenwiederholung. Rennenwiederholung. So. War das Sirotkin oder war das Grosjean? Ich glaube, Sirotkin war das, oder? Sainz? Sainz ist Erster. Möchte ich mal kurz sagen. Sainz ist Erster. Auf Japan. Was? Hey, ich bin schnellste dritte Sektorzeit gefahren. Alles klar. Hat er eine Strafe bekommen? Fahrer vor mir. Grosjean liegt vor dir. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 5,8 Sekunden. Sie fahren mit neuen superweichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 47,7. Okay, das war gerade ein bisschen schlecht von mir. Wetterbericht. Trockenreifen passen gerade am besten. Das ist mir bewusst, aber ich dachte, ihr gebt mir ein Update, wann. Obwohl, den Watt, ich weiß es ja selbst. Runde 5 rein. Da sind nur leichte Tropfen, das heißt, da könnte man noch theoretisch so fahren. Undercut könnte ich versuchen, das heißt, in Runde 4 rein. Könnte ich versuchen. Beiden hier, ey. Da fährt Grosjean echt schneller auch. Boah, sie rockt in die Flasche. Wir können es jetzt versuchen. Alter! Mieser Wichser! Wir glauben, dass wir eine gute alternative Strategie haben. Möchtest du den aktuellen Plan durchziehen oder es mit dem neuen versuchen? Aktuelle beibehalten. Also wenn ich noch Punkte holen sollte. Also es ist echt noch alles drin. Ziehen eine alternative Strategie in Erwägung. Möchtest du die Strategie ändern oder mit Plan A weitermachen? Änderung bestätigt. Ist angekommen. Bestätige. Pierre kommt für seinen Stopp rein.
sehe ja noch keine. Scheiße! Der hatte eine Strafe. Nein! Komm, lass mir das wie vorhin, ja. Okay, 18. Sei gut zu diesen Reifen, wir wollen das Rennen auf dieser Mischung zu Ende fahren. Das ist jetzt interessant, immer noch. Ob mein Setup auch gut ist. So wie ich mir das gedacht habe. Ich wollte gerade fragen, was hier Rotkin vor mir in der Box? Nee. Aber ich musste auf Pierre warten. Das DRS wurde von der Rennleitung deaktiviert. DRS ist offen. Aber wie schnell das auf einmal angefangen hat zu regnen. Oder nicht? Das kam so plötzlich. Das stimmt mit den Bremsen nicht. Was ist das Richtige mit den Bremsen? Da habe ich. Ich habe da null Ahnung immer vom Regen von. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich im Leben der Schlechteste bin im Fahren. Und auch nicht der Beste, also beides nicht. Bisschen geschlittert, aber in Ordnung. Es kann nur interessant werden. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 2,9 Sekunden. Hm, scheint gut zu sein. Vielleicht nicht das perfekte Setup, aber ich weiß auch nicht, wie es perfekt geht, also was ich genau einstellen muss. Ich glaube, da muss ich mich echt noch mal beschäftigen. Laut Bericht wird es in den nächsten 5 Minuten auf der Strecke stark regnen. Das wird interessant. Oh mein Gott, wie viele sind hier denn? Oh, hallo! Oh mein Gott! Boah, dann nicht, Vorsicht! Bottas! Was ist hier? Alter, guck mal, wenn es zweiter ist. Ein Renault. Sainz ist das mit Sicherheit. Ja. Der Abstand zum Hintermann beträgt 7,9. Okay, hier kommen alle viel besser. Abstand zum Teamkollegen 1. Nach vorne. Das heißt, ich habe doch irgendwas falsch am Setup. Hier komme ich immer gut voran und hol auf auf der Geraden aber nicht. Fuck. Lol. Ja. Ich habe mir den Frontflügel, aber. Alter, ich sehe mal nicht viel, ey. Versuchst. Hier ist immer so eine gute Stelle zum Überholen.
Nein. Okay. Nice. Es war leider ein gelben Frontflügel. War da, oder? Ja. Aber ist okay. Also, ich spüre davon wenig. Hier kommen die halt gut weg von mir. 6 Zehntel, 1,9 schon auf Hamburg, okay.